So, hallo YouTube. Willkommen zurück auf der Bergisch Land. Ja, wie ihr an den Wegesrändern hier seht, sind wir im Herbst angekommen. Eigentlich war mein Plan, auf unser Feld, was wir bisher besessen haben, Elefanten auszusehen. Also nicht Elefanten, Elefantengras. Aber das haben wir jetzt verschoben, weil wir haben gerade einen Neuerwerb gemacht. Und zwar will ich euch kurz zeigen, ich habe hier oben Feld 3 und 4 die Kombination gekauft, weil auf Feld 3 steht Mais in der letzten Wachstumsstufe und habe beim Händler den Frontanbau-Häcksler gemietet, weil mehr können wir uns leider nicht leisten. Da werden wir jetzt Feld 3 mit runterrupfen, weil wir brauchen Mais-Silage für den Winter für die Kühe. Gras-Silage haben wir. Getreideschrot haben wir auch. Wir benötigen halt jetzt noch Mais-Silage, damit wir im Winter TMR machen können. Damit auch die Kühe im Winter 100% Produktion aufweisen. Ja, und da habe ich gedacht, dann nehme ich euch mal wieder mit dabei. Ich habe jetzt eine gute Woche nichts aufgenommen, nicht gestreamt und nichts. Das hat was mit der aktuellen ersten Hitzewelle zu tun, weil war mir dann doch selber auch zu warm, einfach um Stunden am PC zu verbringen und da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, was aufzunehmen und zu machen und zu tun. Heute ist, oder jetzt ist Sonntagmorgen, es ist relativ frisch, heute Nacht gab es mal ein heftiges Gewitter, das hat das Ganze mal ein bisschen runtergekühlt, da lässt sich mal ein bisschen aushalten, also habe ich das Stream mal wieder angeschmissen. Hab auch zwei alte bekannte Zuschauer. Ne, altbekannte, sagen wir es wieder so. ja, und hab gedacht, jetzt, gerade wenn es ums Maishexen geht, der erste Anschnitt beim Mais, da kommt ihr mal wieder dabei beim Spiel. Ich habe ja derzeit im Verkauf Rosselmesh RSM 161, das ist der Drescher, oder? Moment, da müssen wir gerade mal gucken. Beste Drescher. Den können wir uns eh nicht leisten. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich erzählen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Naja, war wohl nicht so wichtig. Ach so. Doch, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hatte ja ein bisschen vorproduziert bei YouTube. Hab auch immer noch Reserve, also wenn ihr das Video hier seht, dann ist schon wieder, nur kurz überlegen, glaube eine Woche, eine gute Woche vergangen. Dadurch, dass ich meine Videos ja nur noch alle zwei Tage hochlade, oder für alle zwei Tage, habe ich mir selber so ein bisschen den kleinen Druck daraus genommen. Und dadurch ist das Ganze natürlich auch zeitlich flexibler zu gestalten, und ich habe immer an dem einen freien Tag, kann ich immer noch was anderes dazwischen quetschen, so wie jetzt eine Livestream-Aufnahme von Frostpunk, die ich euch mal dazwischen gepackt habe, was es ja kostenlos bei Epic gab. Ach so, Moment, wo wollen wir denn hin? Wir wollen doch zu Feld 3 und 4. Das Zimmer jetzt knallhart. Wir hätten anders fahren müssen. Da vorne geht es noch nicht mehr hoch, oder? Oh, da ist bestimmt schon Verkehr hinter uns. Ja. Da hätten wir hochgemusst. Nein! Ja, der klassische Fail. Jetzt müssen wir überlegen, kommen wir auch hier hinten über den Hof Klein da oben hin? Wenn ich muss mir drehen. Wir fahren jetzt mal hier beim Hof Klein rein. Beim Hof Klein rein. Es reimt sich. Und dann gucken wir mal, was wir da hinkommen, wo wir hin wollen. Ja, der einzige Nachteil an dem System hier ist halt, dass man immer den ganzen Häcksler und alles mit
auf dem Hof schleppen muss, um das Silo zu befüllen. Aber ich denke mal, ganz blöd gesagt, so viel Zeug wird hier auch nicht runterkommen. Dass wir jetzt hier 50 mal hin und her fahren müssen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, das endet hier in der Wiese. Ja, wir fahren einmal ganz frech beim Nachbarn über die Wiese. Er wird es uns verzeihen. Ansonsten zahle ich ihm Schadensersatz für die Butterblümchen. Butterblümchen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Hier hinten ging es doch wieder raus, oder? Ja, hier. So, jetzt ist aber wieder die Frage. Links, rechts, Schleudersitz. Das ist eine gute Frage, die ich gerade nicht beantworten kann, um ehrlich zu sein. Wir fahren mal hier runter. Ja, das sieht glaube ich gar nicht so schlecht aus, weil da oben das Grüne müsste unser Feld sein. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt einmal hier komplett um Feld 11 drumherum müssen. Nein, das endet hier. YouTube, macht mal kurz die Augen zu. Habt ihr? Zu? Ja? Gut, okay, Augen zu. Ich sag euch, wenn ihr wieder aufmacht, schön zulassen die Augen. Ja, 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 schön die Augen mal zulassen. Kein Problem, lasst die Augen zu. So. Jetzt dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Guckt mal, wir sind bei unserem Feld angekommen. Gut, ich weiß, kein Mensch hat die Augen zu gehabt jetzt. Hätte ich auch nicht gemacht. So, dann wollen wir mal hoffen, dass das hier funktioniert, dass der unseren Bergmann erkennt da hinten dran. Oh, wir können doch einiges runterkommen, wenn ich das so sehe. Oh, er erkennt ihn auf jeden Fall. Nein, jetzt hat er Gras da reingepackt. Warum nimmt das Ding Gras auf? Was ist denn das für ein Piep, Piep, Piep? Nimmt er jetzt noch? Oh, er nimmt es noch, Gott sei Dank. Frischmais packt er jetzt rein. Das passt. So. Jetzt fahren wir wieder mit unserem großen Schlepper hier die Hälfte platt, oder was? Jo. Das ist das, warum ich dieses System nicht mag. Obwohl, nee, eigentlich muss es ja passen. Ich darf halt immer nur in die eine Richtung fahren, ja. Also immer nur drumrum quasi. Naja, es funktioniert. Dann häckseln wir uns mal den ersten Wagen voll. Miles? Wie hast denn du dich dahin verirrt? Aha. Nicht schlecht. Da ist wohl ein Saatkorn durch den Wind nach drüben geweht worden. Ne? Der Ertrag ist auch miserabel. Hier unten an der Ertragskarte sehr gut. Okay, das Feld ist halt weder gedüngt noch sonst irgendwas. Da haben wir ja nichts dran gemacht. Das haben wir ja gerade erst gekauft. Aber das muss ja dann eh gepflügt werden. Mein Mais drauf stand. So, ich setze nochmal zurück. Packen wir hier nochmal rein. Das Problem beim Reinpacken ist halt immer, warum nimmt er das jetzt nicht? Warum hat er das nicht in den Wagen geschmissen? Oh, jetzt mach mich nicht schwach hier, ey. Ich mag diese Art zu häckseln nicht. Ich häcksel lieber mit Cosplay und einem Häcksler, aber das konnten wir uns halt nicht leisten oder wir hätten da den Beat aufnehmen müssen. Warum füllt er jetzt den Wagen nicht mehr? Ach, was ist das denn jetzt?
Aber der erkennt ihn doch, warum füllt er denn nicht? Hä? Was denn jetzt? Hatte ich schon erwähnt, dass ich diese Art Hexen eigentlich nicht mag. Verstehe ich nicht. Er hat ihn doch gerade gefüllt bis hier oben hin. Warum füllt er ihn jetzt nicht mehr? Jetzt geht's wieder. Das verstehe, wer will. Ich jedenfalls nicht. So. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns hier eine GPS-Spur, die wir dann immer von beiden Seiten anfahren. Jetzt füllt er wieder nicht. Ah, ich darf wahrscheinlich nicht in das Gas reinfahren. Jetzt hat er nämlich Gas im Rohr. Das wird es wahrscheinlich sein. Hat er Gas im Rohr, deswegen. Oh Mann, so schluckt er mir den ganzen Mais weg. Ja. Tja, YouTube, was machen wir jetzt? Warum hat es denn jetzt eben funktioniert? Welche Klappe meinst du, Andy? Vom Heck, vom Ladewagen? Ich glaube, die geht bei dem Standardwagen nicht auf. Nee, Knickdeichsel hoch und runter. Ups. Autodrive. Pickup heben, Pickup senken. Mehr. Nee, die geht nicht auf beim Ladewagen. So. Wir versuchen es noch einmal. Geht nicht. Es hat auch eben aus irgendwelchen Gründen wieder funktioniert dann. Deichsel ganz runter, ja gut, das könnte man auch versuchen. Ja, so ist ganz unten. Ich vermute eher, dass der Gras geschluckt hat, wenn ich drüber hinausgefahren bin. Und deswegen. Jetzt geht's wieder, okay. Na gut, dann versuchen wir das nochmal. Mit GPS-Bahn. Vielleicht hat der Andi sogar recht gehabt. So, jetzt müssen wir erstmal hier automatische Pfeile. 2,40 Meter mit Versatz. Eigentlich hat er nur 2,20, gell? 2,20. Wunderbar. Ja, die eine Ecke fahren wir erstmal stark durch. Haben wir zwar ein bisschen Verlust bei, aber das macht jetzt mal nichts.
So, ich glaube, hier darf ich einfach nicht ins Gras reinfahren. Das wird wahrscheinlich unser Problem sein. So, drücken wir den mal rückwärts wieder hier raus. Ja, der kann auch Gras, komischerweise. Ich nehme aber an, das hat was mit Mais Plus zu tun. Also dieser Häcksler häckselt auch Gras direkt von der Wiese runter. Ja, YouTube, für euch ist die Viertelstunde schon wieder rum. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Wenn nein, auch ein Däumchen nach unten. Dann schreibt einen Kommentar. Oh, soll ich durch beim Rückwärtsfahren? Ja, guck mal hier. Ich jedenfalls würde mich freuen, von euch zu lesen. Oder besucht mich auch gerne live auf Twitch bei meiner nächsten Aufnahme. Oder auch bei meinem nächsten Livestream. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich Tschüss und Ciao.